Hey Leute, Remake hier. In diesem Video zeige ich euch, was nach dem Caves and Cliffs Update die beste Methode ist, Diamonds zu fahren, da die Höhe ja viel niedriger geworden ist. Und ja, wir fangen direkt mal an. Und zwar zuerst die ideale Höhe. Da ist es minus 57. Fragt mich nicht warum, also ihr könnt schon fragen. Denn je tiefer es geht seit dem Update, desto höher ist die Chance, Diamonds zu spawnen. Man sollte aber auf 57 bleiben, da tiefer langsam das Bedrock anfängt und dadurch halt sozusagen die Diamonds durch Bedrock ersetzt werden könnten und so ihr Diamonds einfach verliert. Deswegen 57 ist so die ideale Ebene. Wenn ihr dann auf den Boden guckt, müsstet ihr auf 58 sein. Ihr könnt jetzt entweder zwei oder drei blockhohen Tunnel bauen und dann ist natürlich wie immer die effizienteste Variante Strip Mine. Aber wie Strip Mine ihr am besten? Ich habe oft den Fehler gesehen, weil die meisten als ich auch angefangen habe mit Minecraft, Strip Mine so. Die nehmen einfach einen Gang und okay, den haben die irgendwann fertig, dann gehen die einen weiter und machen hier den nächsten Weg, ja. Aber das ist schon der erste Fehler. Ich hatte mir schon früh angewöhnt, einfach zwei Blöcke beizulassen. Weil, streng gesehen, verpasst ihr gar nichts, weil ihr seht immer noch, auch wenn ihr hier lang hier meint, dann seht ihr die Seite. Wenn ihr hier meint, seht ihr die Seite. Das haben auch schon viele begriffen, deswegen machen es, denke ich mal, die meisten auch so. Aber jetzt kommt etwas, was nicht allzu viele machen, und zwar drei Blöcke freilassen. Warum lasse ich drei Blöcke frei? Ich würde jetzt sagen, okay, ich mache den nächsten Gang jetzt hier. Warum würde ich das tun? Weil jetzt sagen viele, ey, da lässt du doch einen Gang offen und da könntest du Diamonds verlieren. Da habt ihr natürlich recht. Aber wir gehen jetzt mal eben hier vorne hin, das ist jetzt eine natürliche Diamond-Dingens, die ich hier gerade gesucht habe, also ein natürliches Diamond-Vorkommen. Ihr seht, hier sind jetzt vier Diamond-Blöcke und hier ist so ein drei Block breiter Zwischenraum. Und im Normalfall wird es nicht passieren, dass die Diamonds nur hier sind. Es kann natürlich passieren, dass es unglücklich ist und die sozusagen spawnen, sozusagen hier. Jetzt kommen erstmal hier ein paar Geräusche. Hier spawnen und dann sozusagen nur ein einziger hier, den ihr dann beim Doppelgang, also bei zwei Blöcken Zwischenraum, dann gefunden hättet. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist wirklich sehr, sehr gering. Also ich habe wirklich schon lange und oft nach Diamonds gesucht und das kommt in der Regel nie vor. In der Regel habt ihr dann eher auf eurem Level, wo ihr dann meint, da findet ihr dann meistens die Diamonds. Und ja, dann sind die Diamonds halt mindestens immer, ich sag mal, zwei Blöcke breit. Ja, oft ist es so, dass dann, ich sag mal, hier und hier noch Diamonds sind und die dann, ich sag mal, im Viereck sind, so im 2x2-Feld. Und dann, wenn ihr die da nicht seht, weil hier seht ihr die jetzt nicht, hier ist jetzt zu, das ist jetzt auch Granit, dann würdet ihr spätestens hier die Diamonds sehen und alle abbauen können. Und klar, ihr werdet, wenn ihr das jetzt wirklich auf Dauer so machen würdet, ein wenig verlieren, keine Frage, weil irgendwann kommt es einfach so unlucky, dass es wirklich genau jetzt hier ist, irgendwie der eine Diamond-Block und der Rest ist da drüber, dass ihr das nicht seht. Aber im Normalfall spart ihr euch dadurch wirklich viel, viel mehr Zeit, weil ihr einfach viel, viel mehr Fläche innerhalb kürzerer Zeit, innerhalb gleicher Zeit so abbauen könnt. Weil überlegt mal, ihr spart euch jedes Mal eine Reihe, die abbaut und dann anstatt vier Reihen habt ihr dann sechs Reihen und anstatt acht Reihen habt ihr dann, anstatt neun Reihen habt ihr dann 15 Reihen, glaube ich, sind das. Lass mich gerade nicht. Nee. Dann eher anstatt 9 Reihen sind das dann. Ja, keine Ahnung. Irgendwas mit 13, 14 Reihen müssen das sein. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Das ist immer mal 1,5 ungefähr. Das heißt, ihr würdet halt wirklich. Ihr spart halt wirklich viel Zeit. Ihr verliert aber viel weniger als es. Also im Endeffekt werdet ihr halt viel schneller Diamonds finden, als Diamonds zu verlieren. Ihr verliert wirklich wenige Diamonds, aber findet dafür viel, viel schneller welche, weil ihr ein viel, viel größeres Areal nach Diamonds absuchen könnt. Was ich auch gerne mache, um das so ein bisschen zu verringern, ich mache den Gang gerne drei Blöcke hoch, ist etwas unangenehmer zu meinen, weil ihr dann nicht einfach so sneaken könnt und dann einfach hier gedrückt halten könnt und einfach meinen könnt, sondern dass ihr noch einen dritten Gang macht. Ja, ist je nachdem, wie ihr lustig seid. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ob das wirklich was bringt, weiß ich auch nicht. Ist einfach so eine persönliche Vorliebe von mir. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, also die Höhe auf jeden Fall, minus 57. Und dann halt meine Empfehlung auf jeden Fall immer drei Blöcke zwischen beim Stripmine freilassen. Und also drei Blöcke leer lassen und dann den nächsten Gang hier jetzt auch drei Blöcke freilassen. Ich werde jetzt einfach mal hier
nochmal nach Diamonds suchen und dann können wir das nochmal vergleichen, ob das wieder zutreffen wird, wie hier. Also, dass es mindestens immer zwei Blöcke breit ist. Ich fange mal eben an zu suchen. So, wir haben hier gerade Diamonds gefunden und ich glaube, jetzt trifft auch genau das ein, was ich meinte. Wenn das jetzt, wobei, selbst hier würde es nicht funktionieren. Ich dachte, okay, wenn das jetzt über uns ist, wird die Theorie halt vielleicht zerstört, weil man dann sozusagen nur Eingang hätte. Gut, es könnte jetzt natürlich passieren, dass hier sozusagen der Doppelgang ist, dass ihr die Diamonds gar nicht findet, aber das kann halt auch beim Doppelstrip-Mine passieren. Aber ihr seht auch wieder hier, das sind glaube ich sogar 8 Blöcke, ja, dass es immer mindestens 2 Blöcke breit ist. Und das heißt, wenn ihr jetzt auf dem Level gemeint hättet, wenn das jetzt auf eurer Ebene gewesen wäre, da hättet ihr es von einer Seite spätestens gesehen. Also wenn das jetzt hier auf dem Boden gewesen wäre, so, also ich sag mal, wenn das jetzt die Diamonds gewesen wären, die wären jetzt einfach eine Reihe tiefer gewesen, dann hättet, und ihr die beiden Gänge gehabt hättet, also einmal hier und einmal hier so, also das wäre jetzt der eine Gang, hier hättet ihr die nicht gesehen, da hättet ihr 3 Blöcke freigelassen und hier hättet ihr die gesehen. Also ihr seht, die Theorie geht auf. In solchen Fällen, das kann selbst beim Doppelstrip-Mine passieren, wenn ihr einfach 2 Reihen habt, dann hättet ihr die auch nicht gesehen, weil diese beiden Reihen hier eben gewesen wären. Das ist halt das über euch, da müsst ihr halt Glück haben, so wie ich jetzt und wirklich darunter meinen. Oder eher Pech haben, dass das wirklich mal so landet, dass ihr es einfach nicht findet. Aber ja, das war's dann auch wieder mit dem View. Ach nee, stopp. Ganz wichtig. In Caves könnt ihr natürlich auch nach Diamonds suchen. Hier war ich gerade am Strip Mine. Ihr könnt jetzt natürlich auch in Caves gehen und hier einfach rumlaufen und etwas suchen. Werdet ihr, ist auch eine sehr, sehr effektive Variante, aber seit dem Update haben die, hat Minecraft es halt geändert, dass man eben nicht mehr so viele Diamonds an der Oberfläche findet, sondern dass sie halt wirklich eher in festem Gestein sind und eben nicht mehr eben hier einfach so in Caves zu finden sind. Heißt nicht, dass man da keine finden kann und dass es teilweise nicht wirklich super effizient sein kann. Wenn man wirklich eine große Cave hat, kann man da wirklich Unmengen an Diamonds finden, ja. Also, aber wenn ihr wirklich Strip Mine wollt, dann würde ich euch die Taktik empfehlen. Ihr könnt mir ja gerne erzählen, ob ihr vielleicht noch irgendwelche anderen Ideen für Strip Mine habt oder wie ihr das macht. Ich bin da immer relativ offen für neue Vorschläge und Ideen, wie man immer noch die Diamond-Suchmethode, ich sag mal, verbessern kann. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.